Also wir haben uns hier im Südburgenland einen alten Dreikanthof gekauft und haben uns da eine Naturoase eingerichtet mit Tiere, mit Pflanzen und unsere Keramik. Und das ist einfach so ein Stück andere Welt für uns hier im Südburgenland. Und die Keramik spiegelt das alles wieder. Also zuerst war plötzlich Geld weg, Verdienstmöglichkeiten weg, weil wir zu 95% von Märkten, von Kunsthandwerksmärkten gelebt haben. Und dann haben wir uns überlegt, oh Gott, wo bleiben wir jetzt, wenn kein Geld kommt? Und dann haben wir die verschiedenen Sachen ausprobiert, also mit Internetverkauf übers Facebook. Der Online-Shop, der hat sich für uns nicht ausgezahlt, weil wir nur Einzelstücke produzieren und wir möchten dabei bleiben. Und deswegen haben wir das übers Facebook so umgestaltet. Mit jedem Brennofen, den wir ausgeräumt haben, haben wir eine schöne Fotosession gemacht und haben das dann gepostet und die Leute haben sich das dann von da weg bestellt. Sehr gut. Und danach, nach dem Lockdown, sind die Leute alle hergekommen, von Salzburg sogar schon, sind die Leute hergekommen und haben bei uns einkauft. Und wenn sie hierher kommen sind zum Einkaufen, haben sie auch immer ein bisschen mehr Geld da gelassen, wie wenn man auf den Markt geht und kauft sich hier ein Stück und dort ein Stück. Wenn sie zu uns herkommen sind von Salzburg, dann haben sie sich einige Stücke gekauft oder so. Mhm. Und so hat sich das zum Guten gewendet. Jetzt müssen wir gar nicht mehr so viel auf Kunsthandwerksmärkte gehen, weil sehr viele Leute daherkommen. Die freie Zeiteinteilung, ich kann machen, was ich will und wann ich will. Ja, niemand schreibt mir vor, was ich tun soll. Also, ich liebe es. Die Welt ein bisschen bunter machen. Die Welt ein bisschen bunter machen, schön. Also, was das Besondere an uns ist, dass wir uns ununterbrochen Neuigkeiten einfallen lassen. Also das ganze Jahr über neue Formen, neue Farben, neue Muster, neue Keramiken, was man sich halt so vorstellt, was man sich selber wünschen würde, was man braucht. Mache ich für mich und dann denke ich mir, vielleicht braucht es jemand anderes auch. Zum Beispiel diese angeschnittenen Zwiebel, Knoblauch, Zwiebel und Zitronentöpfchen. Also Sie könnten uns die Bürokratie einfacher machen. Also wir verbringen unglaublich viel Zeit in der Werkstatt und wir haben einfach keine Zeit, um großartig Sachen zu beantragen und aufwendige Buchhaltung zu machen. Also das ist viel zu aufwendig. Also ich würde mir das einfacher vorstellen. Dankeschön.